Wir machen heute ein bisschen Koordination und Stabilität, quasi in Kombination. Eine einzige Übung, die macht man quasi so lange, bis es nicht mehr geht, und dann macht man eine Pause. Und zwar Schubkarre, kennt man schon. Und hier so. Im Liegestütz schön stabil. Eventuell, je nachdem, was ihr für Untergrund zu Hause habt, Laminat oder Co., dann halt vielleicht Socken anziehen. Und dann macht ihr Schubkarre vor und zurück, je nachdem, wie ihr Platz habt zu Hause. Und dabei legt ihr auch das Buch in den Rücken. Also nicht das Buch, sondern ein Buch. Und jetzt guckt doch mal, wie weiterkommen. Also hier nach vorne, schön gleich in sich und wieder zurück. Ja, Flur hoch und runter, so weit wie ihr Platz habt, wechselt quasi so selten wie möglich. Und wenn das Ding irgendwann runterkippt, weil ihr es nicht mehr halten könnt und ihr könnt es nicht mehr halten, dann ist das Pause. Also wenn wir jetzt anfängt, die Ecken jetzt hier Platz und dann rotiert er rum rein, kippt das Ding weg, dann könnt ihr euch eine Pause leisten. Okay, und dann macht er mal so viel Durchgänge, wie er geht. Immer schön Flur hoch, Flur wieder runter. Das können ruhig 20,